Servus zu diesem BR24 Live. Der harte Lockdown, der kommt, aber wie kommt man ja da jetzt gut durch diesen Corona-Winter, vor allem auch finanziell? Das wollen wir heute klären und dabei eure Fragen beantworten. Also wenn ihr welche habt, dann rein unter den Livestream einfach kommentieren und wir werden sie dann hier aufgreifen und mit dem Experten Hermann Josef Tenhagen von Finanztipp beantworten. Und zwei von euch haben das schon vor diesem Livestream getan. Zum einen war das Doreen Körner, die hat hier geschrieben, gut zu wissen wäre, ob es bei den Steuern eine Erleichterung geben wird für die, die seit März in Kurzarbeit sind und eben nicht 100 Euro jeden Monat zurücklegen können, damit man das nächste Jahr bei der Steuererklärung nachzahlen kann bzw. muss. Und zum anderen war das Sibylle Brandt, die hat einen kreativen Vorschlag, die sagt, Konto leeren, das Geld in einem Umschlag verstecken. Ja, Fragen, die wir gleich weitergeben wollen an den Experten von Finanztipp. Das ist der Chefredakteur Hermann Josef Tenhagen von Finanztipp. Hallo, Herr Tenhagen. Guten Abend, hallo. Ja, haben Sie die Fragen gehört? Dann können wir die gleich weitergeben. Also Doreen Körner möchte gerne. Die erste Frage habe ich gut gehört. Da ging es ja um die Frage mit dem Kurzarbeitergeld. Und in der Tat ist es so, tatsächlich, wenn man Kurzarbeitergeld bekommen hat, dann muss man jedenfalls eine Steuererklärung für das Jahr 2020 abgeben. Und dann muss man möglicherweise auch ein bisschen Steuern nachzahlen, weil das nämlich so gerechnet wird, dass dieser zusätzliche Verdienst jedenfalls sich auf den Steuersatz auswirkt. Wenn man nicht so viel über hat, dann ist eine der Möglichkeiten natürlich, man gibt die Steuererklärung möglichst spät ab. Also Sie müssen ja erst sozusagen Ende Juli abgeben und Sie könnten das eben, wenn Sie einen Steuerberater dabei haben und dann Lohnsteuerhilfeverein noch weiter nach hinten schieben und dann können Sie das Jahr 2021 auch nutzen, um etwaige Nachzahlungen, die wahrscheinlich gar nicht so hoch sein werden, aber die dann eben da sein könnten, so anzusparen, dass Sie das dann auch bezahlen können. Genau, die zweite Frage kam von Sibylle Brandt, beziehungsweise der zweite Vorschlag, das Konto jetzt einfach leer machen und das Geld in einem Umschlag verstecken. Was sagen Sie zu so einem Vorschlag? Das ist ein ganz schlechter Vorschlag. Also es gibt so diese schöne Geschichte von dem Portemonnaie, das man irgendwo am Strand verbuddelt hat, damit es nicht wegkommt, während man im Wasser ist. Und dann haben die Kinder blöderweise den Strandsessel von A nach B weitergezogen. Und hinterher sucht man dann am Strand nach diesem Umschlag oder dem Portemonnaie. Sollte man nicht machen. Tatsächlich ist Geld auf der Bank ganz gut aufgehoben. Und 100.000 Euro ist sowieso geschützt. Und wer 100.000 Euro über hat, der hat auch erstmal das große Problem nicht. Das Geld kommt da nicht weg. Hier noch eine Frage von Tatjana Rebu. Sie schreibt gerade, Aktienfonds mit regelmäßiger Einzahlung stoppen. Ich zahle seit Monaten in ein schwarzes Loch ein. Ich weiß natürlich nicht, in welchen Aktienfonds sie eingezahlt hat, aber wir empfehlen bei Finanztipp ganz regelmäßig, in Indexfonds marktbreit und weltweit investierende Fonds einzuzahlen und das zu machen mit Geld, was man die nächsten 10 oder 15 Jahre nicht braucht. In Aktienfonds einzahlen, das ist nicht was für 15 Wochen oder 15 Monate, dann zockt man im Grunde. Sondern langfristig in einen weltweit investierenden Aktienfonds einzuzahlen über 15 Jahre, wir haben uns das 40 Jahre rückwärts angeguckt, über 15 Jahre hat man da noch nie einen Verlust gemacht und im Schnitt war die Rendite bei 7%. Jetzt gibt es den harten Lockdown eben ab Mittwoch. Da sind dann auch Schulen und Kitas wieder geschlossen. Wenn ich jetzt Kinder habe, die betreuen muss und dadurch einen Verdienstausfall habe, was mache ich dann? Wo kann ich das Geld herbekommen? Also das Erste ist, wenn man kann und in Homeoffice gehen kann, mit dem Arbeitgeber darüber zu reden, ob man da eine Lösung finden kann, wie Kinderbetreuung und Arbeit nebeneinander hergeht. Also zum Beispiel die Arbeitszeiten zu verändern, dass man morgens oder abends arbeitet und dass man vielleicht einen Teil auch Richtung Wochenende verschiebt, das kann man für einige Zeit ja machen. Wenn man gar nicht in Homeoffice gehen kann und auch die Kinder nicht betreuen kann, dann gibt es auch die Möglichkeit, erstens kann es ja sein, dass die Kita tatsächlich je nach Bundesland tatsächlich auch auf ist und die Kinder betreut, eine Notfallbetreuung macht. Wenn es die nicht gibt, gibt es auch die Möglichkeit, selber zu betreuen und dann tatsächlich einen Verdienstausfall geltend zu machen und einen Antrag zu stellen. Das Geld bekommt dann der Arbeitgeber von der Behörde wieder. Den Antrag müsste man dann darstellen. Das ist eine Möglichkeit. Und in Bayern gibt es auch für Leute, die Homeoffice machen könnten im Prinzip, die aber zum Beispiel zwei kleine Kinder haben, eine grundsätzliche Regelung. Mit zwei kleinen Kindern könne man in Homeoffice nicht vernünftig arbeiten. Da hat man also die Möglichkeiten auch,
sich diesen Verdienstausfall dann auf ein Stück weit, das sind 67%, zu zahlen zu lassen, wenn es denn gar nicht geht. Wenn man nur kurzzeitig zum Beispiel in Quarantäne muss, weil die Kinder in Quarantäne müssen, dann gibt es da natürlich ein paar Möglichkeiten, die das Infektionsschutzgesetz bietet. Und wenn die Kinder krank sind, da gibt es natürlich noch mal andere Möglichkeiten. Welche gibt es da? Welche Möglichkeiten? Also bei Kindern, die krank sind, da kann man tatsächlich zu Hause bleiben und einfach sich krank schreiben lassen für die Kinder. Wer allein ist, als Alleinerziehender, da kann man das 30 Arbeitstage im Jahr machen. Als Paar kann jeder 15 Arbeitstage im Jahr machen für ein Kind. Wenn man mehrere Kinder hat, dann darf man insgesamt als Paar pro Nase 35 Tage machen und der Alleinerziehende dürfte 70 Tage sozusagen einen Krankenschein einreichen wegen des Kindes oder der Kinder in dem Fall. Jetzt fragt hier Bernie Bender-Rodriguez, als Deutsche Bahnpendler musste man die Deutsche Bahnkarte zahlen, auch wenn man nicht in der Corona-Zeit gefahren ist. Wie wird das in der Lohnsteuererklärung gehandhabt? Kann man das trotzdem absetzen? Das ist schwierig. Also wenn man zur Arbeit fahren musste, dann gibt natürlich die Entfernungspauschale. Und die Entfernungspauschale gilt natürlich nicht, wenn man nicht zur Arbeit fahren musste oder gar nicht zur Arbeit fahren durfte. Da gibt es dann inzwischen diese Homeoffice-Pauschale, die ja beschlossen ist, die da kommen soll für jeden Tag, den man in Homeoffice ist, 5 €. Und natürlich kann man auch das Homeoffice selber, wenn man ein Büro hat, was man abschließen könnte, könnte man 1.250 € pauschal fürs Homeoffice ansetzen. Und wenn man mehr als 3 Tage die Woche oder mehr dort arbeiten muss, kann man richtig das Arbeitszimmer mit den Arbeitszimmerkosten absetzen. Das Geld von der Bahncard, das hat man ja sonst immer eingereicht. Ich würde an seiner Stelle mal durchrechnen, was denn sinnvoller ist, einfach zu sagen, man ist mit der Bahn jeden Tag gefahren und hat die Kilometer angerechnet oder zu gucken, wie das ist mit der Bahncard als solcher und zu sagen, in den Monaten habe ich sie gebraucht, weil da musste ich die Mehrheit der Tage auch noch fahren und dann würde ich sie auch da anrechnen lassen. Das wird das Finanzamt dann im Zweifel entscheiden. Vielleicht muss man das auch durchdeklinieren. Es werden eine ganze Reihe solcher Entscheidungen im nächsten Jahr sicher erst beim Finanzamt selber, dann wird man Widerspruch einlegen und vielleicht landen die dann auch beim Finanzgericht. Sie haben es ja schon angesprochen, die Homeoffice-Pauschale, die es jetzt geben soll. Das sind ja 5 € am Tag, wenn ich das richtig gelesen habe, und maximal 600 €. Reicht das überhaupt aus? Weil ich habe ja vielleicht enorm gestiegene Nebenkosten. Also ob das ausreicht, weiß ich nicht. Das kann sein, dass das nicht ausreicht. Das ist erstmal eine Pauschale für all diejenigen, die kein Arbeitszimmer im klassischen Sinne angeben können. Also wer die Möglichkeit hat, zu Hause, wie ich jetzt hier, das ist ein Raum, der ist nur zum Arbeiten da. Hinten kann ich eine Tür zumachen, das kann man als Arbeitszimmer geltend machen. Das geht bis 1.250 €, wenn ich einige Tage im Monat oder im Jahr da arbeiten muss und keinen anderen Arbeitsplatz dafür habe. Wenn ich mehr als 3 Tage die Woche oder 3 Tage die Woche dort arbeiten muss, dann ist es normalerweise so, dann ist es mein Arbeitsmittelpunkt. Dann kann ich alle die Kosten meines Arbeitszimmers absetzen. Das heißt, ich habe eine Wohnung meinethalben mit 100 Quadratmetern, die kostet 1.000 € Miete. 15 Quadratmeter davon wären das Arbeitszimmer, dann könnte ich die 150 € Miete da absetzen. Hinzu kommt natürlich, wenn ich einen Rechner brauche, wenn ich anteilig den Strom brauche, wenn ich Schreibtischstuhl brauche, einen neuen Schreibtisch brauche, einen Bildschirm brauche, all das kann man steuerlich geltend machen. Hier eine Frage von Andreas Peter, der will wissen, ist noch einmal mit einem großen und weltweiten Aktiencrash wie im Frühjahr zu rechnen? Also weiß ich nicht. Die Glaskugel haben wir alle nicht. Ich wundere mich aber im Augenblick schon über die recht hohen Aktienkurse, weil wir wissen ja alle noch nicht, wie gut die Wirtschaft jeweils da rauskommt. Das heißt also, ich empfehle ja immer Aktien oder Aktienindexfonds für 15 Jahre zu kaufen und nicht für 15 Wochen. Diese Empfehlung würde ich nochmal unterstreichen für die 15 Wochen. Jetzt haben wir hier eine Frage von Doris Wagner. Sie ist Hochzeitsfotografin, schreibt, ich habe dieses Jahr 0 Umsatz. Ich habe nun die Novemberhilfe am 25.11. mit Direktantrag beantragt, warte immer noch auf die Abschlagszahlung. Bund und Länder sagen, dass es an der Software liegt. Warum lässt man Solo-Selbstständige und Unternehmen hängen jetzt vor Weihnachten? Wir haben alle Familien. Also
Das ist sehr interessant in dem Fall, weil wenn sie als Solo-Selbstständige tatsächlich das Geld beantragt hat, das Bundeswirtschaftsministerium hat mir am vergangenen Donnerstag gesagt, dass 90% aller Solo-Selbstständigen die Abschlagszahlung angewiesen bekommen haben. Das heißt, es gibt nur einen kleinen Prozentsatz der Solo-Selbstständigen, die noch nicht haben. Bitte noch mal nachfassen, auch sozusagen, was da eigentlich los ist, weil diesen Abschlag sollten die Solo-Selbstständigen bekommen haben. Das größere Problem haben im Augenblick Firmen, weil die haben zum größeren Teil noch nicht die Abschläge bekommen. Und die Abschläge waren bisher ja auch nur 10.000 Euro. Und wer eine Firma mit 20 Leuten hat, dem haben die 10.000 Euro als Abschlag auch noch nicht so richtig geholfen. Aber das heißt, dass der Großteil des Geldes also schon unterwegs sein müsste und bald aufs Konto kommen müsste. Warum dauert das denn so lange? Ja, das ist eine gute Frage, aber das müssen Sie tatsächlich das Bundeswirtschaftsministerium fragen. Also ich weiß nur, also die Berliner Verwaltung wird nicht oft gelobt. Aber wir hatten im März, als das da losging mit der Corona, mit der ersten Runde, hat die Investitionsbank Berlin innerhalb weniger Tage 200.000 Anträge bearbeitet bekommen und den Leuten das Geld ausgezahlt. Die haben das alles ordentlich abgeheftet, sodass man die Fälle auch prüfen kann. Und natürlich sind hinterher auch einige Leute aufgefallen, die versucht haben, sich das Geld anzueignen, illegalerweise. Und denen ist man jetzt hinterher, aber das hat funktioniert. Und in der Tat ist von den 1,8 Milliarden, die damals ausgezahlt worden sind, 150 Millionen sind schon zurückgezahlt worden von Leuten, die gesagt haben, ich habe das Geld dann schließlich doch nicht gebraucht. Das geht auch. Behörden könnten das ein oder andere Mal auch ein bisschen mehr Zutrauen zu den Bürgern haben, zumal man ja bei der Steuer, wenn man die Steuernummer hat, die Leute sowieso am Wickel hat, falls sie denn tatsächlich irgendwelchen Unsinn getrieben haben sollten. Wie man das alles macht, haben wir bei Finanztipp einen Ratgeber zugeschrieben für Kleinunternehmer. Da stehen auch die ganzen Adressen drin, wie man das machen kann. Einfach da nochmal nachgucken und ganz im Zweifel auch nochmal den eigenen Bundestags- oder Landtagsabgeordneten in die Spur schicken und sagen, es funktioniert überhaupt nicht, wenn irgendwas wirklich nicht funktioniert. Die sind ja, die haben das mit beschlossen. Wir halten das ja alle miteinander für gescheit, weil wir müssen ja gucken, dass die Leute nicht alle in der Intensivstation landen und dass wir dann da riesige Probleme haben. Aber die müssen natürlich da schon dafür sorgen, dass das Geld dann auch bei den Leuten ankommt. An dieser Stelle mal kurz der Hinweis aufs TV-Programm. Mittwoch 20.15 Uhr Münchner Runde beschäftigt sich auch mit dem Thema, wie kommt Bayern durch den Lockdown? Jetzt ist eben der harte Lockdown beschlossen ab Mittwoch. Und heute wollen wir aber auch hier bei BR24 Live eure Fragen klären. Also stellt eure Fragen am besten in die Kommentare hier an Hermann Josef Tenhagen von Finanztipp. Und das hat auch Tatjana Rebu getan. Sie schreibt: Herr Tenhagen, was halten Sie denn von Bitcoins? Ist ja im Moment im Kurs hoch oder relativ hoch der Kurs. Stichwort Zukunftsträchtigkeit. Bitcoin ist keine Geldanlage, sondern eine Spekulation. Das kann eine sehr erfolgreiche Spekulation sein, war ja für Leute, die früh gekauft haben, auch eine erfolgreiche Spekulation, ist aber keine Geldanlage und auch nicht etwas, was ich machen würde, wenn ich das Geld vielleicht in 3 Monaten wieder brauche. Der Kurs ist ja auch schon mal um 70% eingebrochen innerhalb von 3 Monaten. Thema Geldanlage, was würden Sie denn aktuell empfehlen, wenn ich jetzt ein paar Euro übrig habe? Also es gibt eine ganz einfache Strategie. Das erste ist, ich zahle meine Schulden zurück, wenn ich noch welche habe. Da muss ich nämlich hohe Zinsen für bezahlen. Das zweite ist, ich habe ein Tagesgeldkonto und da sind 2 oder 3 Monatseinkommen, also was ich 2 oder 3 Monate lang brauche, drauf. Da suche ich mir ein gutes, die besten Konten im Augenblick. Also die Renault Bank zahlt, glaube ich, ungefähr 0,5%. Es gibt ein paar Banken, die zwischen 0,25 und 0,5% zahlen für dieses Tagesgeld. Und dann, was ich längerfristig nicht brauche, also zum Beispiel, weil ich weiß, ich muss in 3 Jahren wieder ein Auto kaufen, da würde ich ein Festgeld dafür machen. Für 3 Jahre gibt es 0,85, 0,75 bei Klarna zum Beispiel. Und Geld, das ich langfristig nicht brauche, das kommt tatsächlich in so einen Aktienindexfonds. Da kann ich das langfristig anlegen und in der Vergangenheit war das sehr erfolgreich, sagen. Und bei Finanztipp, wir rechnen das immer durch, das ist wirklich die erfolgreichste Geldanlage der letzten Jahrzehnte dann immer gewesen. Das gilt natürlich nicht, wenn ich dann doch die Absicht habe, eine Immobilie in 5 Jahren zu kaufen. Dann ist die Frist einfach zu kurz, weil dann spekuliere ich ja wieder, dass es in 5 Jahren an der Börse tatsächlich im Wesentlichen nach oben gegangen ist und nicht zwischendurch mal ein ordentlicher Einbruch war. Haben Sie denn ganz einfache Tipps zum Sparen? Wo kann ich denn im Alltag richtig gut Geld sparen?
Na, das Einfachste, also die einfachsten Strategien sind immer, die wichtigen Verträge anzugucken. Also zu schauen, was bezahle ich eigentlich fürs Handy? Man kann heute auch bei D1 und bei D2, also bei der Telekom oder bei Vodafone im Netz, für unter 10 Euro einen Handytarif haben. Das heißt, das geht auch irgendwo auf dem Land. Bei O2 ging das ja schon lange in der Stadt, aber da hatte man ja häufig keinen so guten Empfang. Das ist so, wenn das jetzt eine vierköpfige Familie ist, 4 Handys, 25 Euro im Monat jeweils, stattdessen 10 Euro im Monat sind 15 Euro pro Nase, 60 im Monat sind 720 Euro im Jahr. Wenn Sie Ihren Stromvertrag noch nie gewechselt haben, als vierköpfige Familie, dann sind auch da 200, 300, 400 Euro drin. Wenn Sie im Augenblick, wenn Sie mit Flüssiggas heizen oder mit Heizöl, was ja viele Leute tun, machen Sie Ihren Tank noch vor dem Jahresende voll. Weil im nächsten Jahr kostet das Heizöl und auch das Flüssiggas rund 10 Cent mehr, weil nämlich erstens eine CO2-Abgabe dann ansteht, die dann bezahlt werden muss, und zweitens natürlich die Mehrwertsteuer dann auch nur 3% höher ist. Gucken Sie aber, wenn Sie das Heizöl bestellen, bei welchem Heizölhändler. Denn der Unterschied zwischen einem preiswerten Heizölhändler und einem teuren, sagt meine Kollegin und unsere Expertin Ines Rutschmann bei Finanztipp immer, ist ungefähr 10 Cent. Und wir haben auch einen Ratgeber, wo Sie dann diese preiswerten Heizölhändler finden. Da gibt es nämlich auch so Suchmaschinen, die heißen dann Easy Oil und Heizöl 24. Jetzt ist ja auch Weihnachten, da spenden ja auch viele Menschen. Sollte man vielleicht auch jetzt mit dem Ersparten einfach das Restaurant um die Ecke doch eher unterstützen und das Geld spenden? Weil es ist ja nicht garantiert, dass es das Restaurant um die Ecke auch nächstes Jahr dann noch geben wird. Also das Restaurant um die Ecke, das können Sie natürlich unterstützen. Ich mache das auch. Wir sind seit Anfang März bei Finanztipp in Homeoffice. Tatsächlich, und wir haben das tatsächlich so gehandhabt, dass jeder in Homeoffice sein kann seither. Und wir haben unser Büro tatsächlich so, dass die Leute dorthin gehen können, wenn es denn für ein oder zwei Tage erforderlich ist. Oder zum Beispiel, wenn man eine Woche hat, wenn man tatsächlich kleine Kinder hat, wo denn der eine bei den kleinen Kindern zu Hause ist und der andere dann tatsächlich im Büro besser arbeiten kann. Solche Möglichkeiten bieten wir. Und natürlich machen meine Mitarbeiter, mache ich auch, wir gehen zu unserem Italiener an der Ecke. Das kann auch ein Vietnamese an der Ecke oder ein Türke an der Ecke oder ein deutsches Restaurant an der Ecke sein und holen uns dort das Mittagessen. Und jeden Tag wieder bestellen das da, holen das dann sozusagen am Fenster oder an der Tür ab und unterstützen das Restaurant auf diese Art und Weise, damit es auch nach Corona noch da ist, weil wir wollen vielleicht auch nach Corona da noch hingehen. Es gibt inzwischen sogar auch Software, wo man als Arbeitgeber die Mitarbeiter unterstützen kann, dass man ihnen statt sozusagen einen Zuschuss zur Nahverkehrskarte einen Zuschuss zum Mittagessen online ermöglicht, wo dann jeden Tag 3 Euro Zuschuss kommen. Das machen wir bei Finanztipp dann auch. Wir sind ja in solchen Dingen recht versiert. Jetzt kommen wir mal zum Thema Steuererklärung. Was sich viele Menschen derzeit fragen, habe ich durch Corona auch irgendwelche steuerlichen Vorteile? Und wenn ja, wie kann ich die für mich geltend machen? Naja, also das Wesentliche, was man machen kann, ist natürlich, wenn man jetzt zum Teil in Homeoffice gearbeitet hat, die Homeoffice-Pauschale mitnehmen. Dann habe ich natürlich die 16% Mehrwertsteuer, die ich dieses Jahr hatte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel noch vor Weihnachten, weil ich weiß, ich muss auch im nächsten Jahr noch in Homeoffice arbeiten, einen neuen Bildschirm kaufe für meinen Rechner, einen neuen Schreibtisch kaufe, einen Schreibtischstuhl, damit ich nicht nach nochmal 3 Monaten Homeoffice es im Rücken habe, dann kann ich all diese Dinge kann ich kaufen und kann ich natürlich steuerlich geltend machen. Bis 800 Euro für so ein Arbeitsgerät netto, also plus Mehrwertsteuer, sind dann jeweils in diesem Jahr noch geltend zu machen. Das sollte ich in jedem Fall auch tun. Und dann gibt es natürlich noch also das Gespräch mit dem Arbeitgeber. Das hat 2 Teile. Der erste Teil ist, wenn der Arbeitgeber mich nach Hause geschickt hat, in Homeoffice geschickt hat, weil das sonst nicht geht, dann ist das auch so, dann soll er mir das bitte schriftlich geben. Dann kann ich diese Homeoffice geltend machen. Die Tage entweder das Büro selber mit der Pauschale 1250 Euro oder das Büro als Ganzes, wenn ich ganz viel zu Hause habe arbeiten müssen. Und das Zweite ist, es gibt den Corona-Bonus, den ein Arbeitgeber steuerfrei auszahlen kann. 1.500 Euro, steuerfrei, sozialabgabenfrei, kann extra ausgezahlt werden. Muss allerdings tatsächlich extra zum bisherigen Gehalt sein. Auch das ist natürlich schön und das kann über Weihnachten dann helfen, so das ein oder andere finanzielle Problem auszubügeln.
Nächste Frage hier von Madeleine Ebersbach. Sie fragt zusammengefasst, was ist denn mit Leuten, die in Kurzarbeit sind, aber trotzdem zusätzlich Steuern nachzahlen müssen? Naja, das ist ja so, die müssen hinterher, also das wird so gerechnet, dass man hinterher schaut, was hat man an Einkommen gehabt von seinem Arbeitgeber, und dann hat man ja Kurzarbeitergeld bekommen und das erhöht dann sozusagen den Steuersatz und daraus ergibt sich dann, dass man tatsächlich ein bisschen Steuern nachzahlen muss. Wie ich das eben am Anfang schon gesagt habe, das ist so für Millionen von Leuten, weil wir haben zeitweise 6 bis 7 Millionen Menschen gehabt, die in Kurzarbeit gewesen sind. Im Augenblick sind etwa 2. Und all die, wenn sie vorher noch nie eine Steuererklärung gemacht haben, die müssen alle eine Steuererklärung machen. So, das heißt also, man muss da möglicherweise, müsste was nachzahlen. Und dann ist es natürlich besonders attraktiv zu gucken, was habe ich denn an Kosten gehabt in diesem Jahr, die ich geltend machen kann. Also zum Beispiel die Homeoffice-Pauschale, die hilft ja dann möglicherweise schon mal. Oder das Homeoffice selber oder die Arbeitsgeräte, die ich gebraucht habe. Oder auch, wenn ich andere Dinge habe machen müssen, wenn ich zum Beispiel die Zeit genutzt habe und habe die Wohnung renoviert und habe die auch renovieren lassen, habe einen Handwerker dafür bestellt, bestimmte Dinge zu machen. Auch da kann man zum Teil Dinge steuerlich geltend machen. Was die meisten Mieter ja immer noch nicht wissen, jeder Mieter hat in seiner Miete einen Anteil an sogenannten haushaltsnahen Dienstleistungen, die man nutzen kann, um damit Steuern zu sparen. Gibt der Vermieter normalerweise bei der Rechnung auch raus, dass man eine Liste bekommt, wo draufsteht, wie viel das war. Sonst kann man es auch selber ausrechnen, weil das ist einfach die Arbeit, die an so einem Haus dran steht. Also der Hausmeister, der Schornsteinfeger, die Putzkolonne, die unterwegs gewesen ist. All diese Dinge sind ja Arbeitsleistungen, die gehören zu den Nebenkosten und die kann man steuerlich geltend machen. Wenn ich jetzt selbstständig bin, was mache ich denn dann aktuell, wenn ich keine Aufträge habe? Also wie bekomme ich das Geld vom Staat? Was muss ich tun und wie lange dauert das? Also als Selbstständiger, das hängt ja davon ab, wenn man im November und Dezember jetzt aufgrund der Schließung keine Aufträge hatte, weil entweder der eigene Laden geschlossen ist, man also nicht arbeiten durfte, oder meine Wäscherei hat zum Beispiel und nur für Hotels gearbeitet hat und deswegen quasi keine Aufträge mehr da sind, dann beantragt man diese Novemberhilfen und Dezemberhilfen, die gehen auch im Januar weiter. Das sind bis zu 75% vom Umsatz. Und was Sie dafür brauchen, ist im Grunde, wenn Sie Solo-Selbstständiger sind, können Sie es selber machen. Sie müssen dem für den Antrag nur beilegen, was Sie im letzten Jahr, also im November und im Dezember, verdient haben. Und wenn Sie jetzt ein Unternehmen haben, dann brauchen Sie Ihren Steuerberater, einen Wirtschaftsprüfer oder einen vereinigten Buchprüfer, der für Sie diesen Antrag stellt. Und dann kreuzen Sie auch gleich bitte an, dass Sie den Abschlag haben wollen. Es gibt nämlich, weil die Behörden zu lange brauchen, weil die Software jetzt erst Ende Dezember oder vielleicht sogar im Januar erst fertig wird, gibt es vom Bund aus einen Abschlag, der da gezahlt wird für Solo-Selbstständige bis 5.000 Euro. Und für Unternehmen entweder 10 oder demnächst 50.000 Euro. Aber da muss man das Kreuzchen auch gemacht haben, dass man den Abschlag haben möchte. Und dann sollte das hoffentlich eingehen. Ich habe in der letzten Woche noch mal hässlich geschrieben über die Behörden, die das auch nicht auf die Reihe bekommen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat mir dann auch mehrfach in Nachfrage gesagt. Also erstens, 90% der Solo-Selbstständigen hätten ihren Abschlag bekommen, die das Kreuzchen gemacht hätten. Und bei den anderen wird es auch besser funktionieren. Und das Finanzministerium hat mir gesagt und auch das Wirtschaftsministerium, wer da 10.000 Euro Abschlag gekriegt hat schon und eigentlich aber einen Anspruch auf mehr Abschlag hätte, weil der Abschlag kann bis zu 50% der beantragten Summe, also wenn man 50.000 Euro beantragt hätte, wäre der Abschlag 25.000 Euro. Der darf jetzt auch so hoch sein. Man müsste nicht noch mal extra was unternehmen. Da würde nachgearbeitet und die Leute bekämen tatsächlich ihr Geld. Wenn sie das Geld nicht bekommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schreiben Sie mir. Das hat also sozusagen, ich habe das vom Finanzministerium bekommen und vom Wirtschaftsministerium. Und ich gehe da persönlich hin. In Berlin hat man es zu Fuß nicht so weit. Und es steht ein Schild auf, dass die Ministerien sich an die Dinge nicht halten, die sie zugesichert haben. Ich würde aber zunächst mal davon ausgehen, dass sie dieses Geld bekommen. Herr Tinhagen, wenn man erst dieses Jahr gegründet hat, dann kann man sich ja nicht auf November 2019 beziehen. Was macht man denn in dem Fall? Wie komme ich dann an die Hilfen ran? Das ist komplizierter. Also da müssen Sie sich im Zweifel, schauen Sie sich nochmal die Formulare genau an. Es gibt da die eine oder andere Möglichkeit, auch wenn man jetzt in diesem Jahr erst gegründet hat,
habe ich im Augenblick nicht genau präsent, wie sie es machen müssen. Aber die Formulare gibt es auf der, zum Beispiel auf der Seite des Bundeswirtschaftsministeriums. Und es gibt natürlich auch den Ratgeber bei Finanztipp, den der Kollege Dirk Eilinghoff geschrieben hat, unser Experte, wo das detailliert drinsteht, was Sie machen können. Wenn Sie noch eine persönliche Beratung haben wollen, gehen Sie vielleicht auch zu IHK, wenn Sie gerade gegründet haben. Und was ich tatsächlich auch empfehlen kann, interessanterweise, ist Verdi, also die Gewerkschaft, hat für Solo-Selbstständige eine Seite gebaut, wo alle möglichen, für alle Bundesländer eigentlich, Fördermöglichkeiten und wie das genau funktioniert, aufgeschrieben ist. Das ist wirklich sehr gut, was die Gewerkschafter da gemacht haben. Interessanterweise für Solo-Selbstständige. Wenn wir jetzt mal ins nächste Jahr gucken, 2021, was erwarten Sie denn fürs kommende Jahr, was die Wirtschaft betrifft und die Finanzen von vielen Menschen in Deutschland? Also ich erwarte, dass das erste halbe Jahr für viele Leute noch hart wird. Wenn das denn alles funktioniert und die Wirtschaft wieder in den Tritt kommt und wir das mit dem Impfen so hinbekommen, dass die Wirtschaft im zweiten Quartal dann vielleicht wieder halbwegs ordentlich laufen kann, dann werden immer noch eine Menge Leute irgendwelche Spät- und Altlasten aus dem Jahr 2020 haben. Wer sowas hat, nicht ins Boxhorn jagen lassen, genau angucken, ein Haushaltsbuch machen, gucken, wie man Geld zur Seite legen kann, wo man da drankommen kann. Vielleicht auch, wenn man knietief im Dispo ist und wenn es aber klar ist, dass man sozusagen wieder das Geld verdient, das man eigentlich braucht, gucken, dass man diesen Dispo umschuldet in einen Ratenkredit. Ein Ratenkredit kostet 3%, ein Dispo kostet 10%. Also damit man da tatsächlich diese Zinsen auch nicht bezahlen braucht. Auch das kann man wieder ein Ratgeber von Finanztipp, wie man das mit dem Umschulden am besten macht, sich angucken. Also da reinschauen und sich auf keinen Fall ins Boxhorn jagen lassen. Und wenn es ganz schlimm wird und wenn es ganz aus welchen Gründen auch immer, dann tatsächlich auch mal eine Schuldnerberatung in Anspruch nehmen. Die gibt es dafür, da kann man in jeder Kreisstadt, in jeder größeren Gemeinde gibt es da Möglichkeiten, da hinzugehen. Wenn Sie es nicht finden, schreiben Sie uns bei Finanztipp, dann sagen wir Ihnen, wo die nächstmögliche ist. Das können wir dann im Zweifel auch organisieren. Gehen Sie da hin und kümmern sich darum. Lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen und vor allen Dingen lassen Sie sich auch nicht in eine Ecke manövrieren, wo Sie sich dann nicht mehr bewegen können. Was glauben Sie denn abschließend, was wird sich denn im Berufsleben von uns allen verändern zu vor der Corona-Krise? Also was auf jeden Fall so sein wird, dass mehr Leute in Homeoffice sein werden und mehr Homeoffice-Möglichkeiten da sein werden. Und das bedeutet zwei Dinge. Zum einen, dass wir mit der Arbeit, mit unseren Arbeitsmöglichkeiten flexibler werden. Oder drei Dinge eigentlich. Dass wir mit den Arbeitsmöglichkeiten flexibler werden. Zweitens, dass wir mit unseren Chefs das aber auch ausmachen müssen. Weil es kann nicht dazu führen, dass wir jetzt künftig von 7 bis 20 Uhr quasi Gewehr bei Fuß stehen. Das funktioniert nicht. Wir müssen alle unser Leben auch organisieren und das muss dann auch miteinander kompatibel gemacht werden. Und das Dritte ist, dass wir, wer denn künftig eine Wohnung sucht, und ich weiß, das ist in Bayern besonders schwierig dann, der wird in der Tendenz doch eher eine Wohnung suchen, wo er einen Raum mehr hat. Und wenn es nur ein Kabuff mit 6 Quadratmetern ist, wo man sein Homeoffice einrichten kann. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann gilt die Pauschale für Homeoffice, auch wenn ich dann einen Raum habe, den ich abschließen kann. Also es hilft nichts, wenn ich es im Wohnzimmer... Die Pauschale, die jetzt beschlossen worden ist, gilt für 2020 und 2021, auch wenn man gar kein Homeoffice hat, also keine Tür, die man zumachen kann, sondern diese Homeoffice-Zeit am Küchentisch verbracht hat. Aber auch wenn Sie am Küchentisch gesessen haben, können Sie sich einen Rechner, wenn Sie einen gebraucht haben, den vernünftigen Bildschirm, wenn Sie den gebraucht haben und den Schreibtischstuhl, damit Sie es nicht in den Rücken bekommen, den können Sie auch bei der Steuer angeben, wenn der Chef den nicht bezahlt. Das wäre auch eine Nachfrage wert. Alles klar. Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so viele Fragen von unseren Usern hier bei BR24 zu beantworten. Vielen Dank an den Chefredakteur von Finanztipp, Hermann Josef Tenhagen. Gerne. Ja, und an dieser Stelle noch zwei Programmhinweise. Einmal auf die Münchner Runde, Mittwochabend, 20.15 Uhr. Ja, wie kommt Bayern durch den Lockdown? Zu Gast sind unter anderem Staatskanzleichef Florian Herrmann und auch viele Betroffene aus Kultur, aus dem Einzelhandel und dem Gesundheitswesen. Reinschauen lohnt sich. Genauso wie in den YouTube-Kanal lohnt sich das. Da lüften Menschen das Geheimnis, was sie in ihrem Beruf verdienen und was sie dafür tun müssen den ganzen Tag. Lohnt sich also auch reinzugucken. Und alles Weitere zum harten Lockdown findet ihr natürlich hier auf br24.de, in der App und in den Social-Media-Kanälen. Ich sage danke fürs Zugucken und wünsche euch jetzt noch einen schönen Montagabend.